Ist Laserdrucker gleich Laserdrucker? Oder gibt es zwischen den Modellen verschiedener Hersteller Unterschiede? Die Fachzeitschrift Facts wollte dies genauer wissen und hat dazu drei Drucker von Kyocera, Brother und Ricoh miteinander verglichen. Dazu galt es, einen echten Marathontest zu bestehen. Über mehrere Wochen druckte die Facts-Redaktion auf jedem System 100.000 Seiten. Weit mehr als für Modelle dieser Kategorie vorgesehen ist. Das Ergebnis? Der Ecosys P5021 CDW überschritt nicht nur mit deutlichem Abstand als erstes die Ziellinie von 100.000 Seiten. Das System deklassierte die Mitbewerber in allen Bereichen. Sowohl bei der Produktivität, der Qualität und der Handhabung erreichte der P5021 CDW als einziges jedes Mal die volle Punktzahl. Also grundsätzlich hat sich das am Anfang schon gezeigt, am Anfang des Tests schon gezeigt, dass der Kyocera-Drucker am besten läuft und das hat sich bis 100.000 Seiten auch so, hat er das durchgehalten. Besonders auffallend war der Unterschied jedoch in puncto Umwelteigenschaften. Hier wusste Kyocera durch sein Verpackungskonzept zu überzeugen. Im Gegensatz zu Ricoh und Brother setzt Kyocera bei der Verpackung seiner Toner nicht auf Plastik, sondern auf recycelbare Kartonage. So war die Abfallmenge nach 100.000 Seiten beim Kyocera deutlich geringer als bei den beiden Wettbewerbern. Im Vergleich zum Brother entstand sogar eine 75% geringere Abfallmenge. Die Facts vergab daher bei den Umwelteigenschaften 6 von 6 Sternen an Kyocera. Drucker ist nicht gleich Drucker, zumindest nicht in allen Kategorien. In Sachen Qualität haben alle drei gleich abgeschnitten. In Sachen Produktivität liegt der Kyocera ganz glatt vorne und in Sachen Umwelt ist Drucker überhaupt nicht gleich Drucker, weil so unterschiedliche Mengen an Papiermüll und an Kartuschen und so angefallen sind, dass man da schon drauf achten sollte beim Kauf.